Und weiter geht's mit der 6. Mission der Wirtschaftskampagne, Schießpulver. Als sich erneute Kämpfe gegen die Song abzeichneten, setzte das Volk sich vermehrt mit Technologie auseinander. Als der Jin-Kaiser von seinen eigenen Verwandten ermordet wurde, übernahm sein Vetter Wan Yan Liang den Thron. Okay, alles klar. Liang wollte mehrere Städte wieder aufbauen und in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und die südlichen Song erobern. Doch dieses Mal waren die Song besser vorbereitet. Sie besaßen eine starke Industrie und neue Militäranführer. Die Yin können ihre Expansionsbestrebungen nur fortsetzen, wenn sie die neueste Technologie und mächtige Waffen besitzen. Bauzeit Peter belagert Schießpulver. Okay, zerstört die Ruinen, wehrt Invasionen ab. Schon wieder Zeitbegrenzung. Beschützt den Fürsten um jeden Preis. Okay. Bereitet euch darauf vor, diese Stellung mit Schießpulver zu verteidigen. Und zwar mit einer Menge Schießpulver. Okay, alles klar. Zu Beginn verfügt ihr über eine begrenzte Menge an Reis. Kurbelt die Reisproduktion an und zieht anfangs niedrige Rationen Betracht. Plant, wo eure Angreifer zuschlagen sollen und lauert ihnen mit bösen Überraschungen auf. Um eure Schießpulverproduktion anzukurbeln, könnt ihr eure Arbeiter mit einigen gut platzierten Foltergeräten motivieren. Mhm. Verwendet Raketenwerfer, um die Ruinen zu zerstören. Aber seid vorsichtig, sie können unberechenbar sein, also bereitet euch darauf vor, erneut zu. Ja, schön, das ist der wichtige Teil des Tipps. Der Raketenwerferbefehl hier angreifen kann außerdem sehr effizient gegen resolute feindliche Angriffe eingesetzt werden. Also einen Raketenwerfer gegen Ruinen einzusetzen, ist vielleicht eher Verschwendung, weil die ja nur einmal Verbrauch haben. Also einmal und dann ist vorbei. Ist so eine Sache. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Steinsalpeter. Und hier ist das Holz. Also machen wir mal so. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Der Kornspeicher. Ich weiß nicht, von wo die Gegnerangriffe kommen. Ach, da waren die Ruinen. Verstehe. Ja. Ich darf gar nicht. Ich darf gar nicht hier. Kann ich hier überhaupt Reis abbauen? Ich versuch's mal. Okay. Wir können uns Salpeter aus den Salpeterminen in der Nähe besorgen. Dann können wir daraus Schießpulver herstellen, indem wir Schießpulverwerkstätten bauen. Außerdem sollten wir auf Angriffe aufpassen. Der Krieg mit den Song ist in letzter Zeit noch intensiver geworden. Intensives Aroma. Holzfäller und Reis. Okay, dann holt mir mal die Kisten. Nehme mir die Miste, du holst mir jetzt die Kiste. Okay. Ich verstehe, ich muss wirklich diese Dinger zerstören. Ich kann da auch nicht looten. Das heißt, ich muss es wirklich mit einem Raketenwerfer machen. Eine Invasion gegen uns gestartet. Sie haben sogar ihre eigenen Belagerungsmaschinen dabei. Gut, dass ich da oben keinen Kornspeicher gebaut habe, aber... ist das geplant gewesen, dass die... Oder sind das einfach Sprengfallen von... Gibt es sowas wie Sprengfallen? Von da oben kann ich eigentlich super verteidigen, tatsächlich, ja. Ich kann nur ein Belagerungscamp bauen. Oh la la, ansonsten habe ich keine Möglichkeiten. Okay. Entdecke die nicht vorhandenen Möglichkeiten. So, mach sie mal weg. Ich zahle sehr wenig Steuern, aber ich komme über die Runden. Oh Gott, Nahrung, nein! Ich zahle sehr wenig Steuern, aber ich komme über die Runden. So, das heißt, du kommst besser über die Runden, wenn du mehr Steuern zahlst, oder was? Das lässt sich einrichten. So, jetzt
Was ist mit dem Reiter? Der Reis am Anfang, das ist immer so... Kann ich welchen kaufen? Ah, kann ich. Gut, dann hat sich das erledigt. Unser Reis bestimmt. Kommen wir daran. Zu, Hoheit. So ein Scheiß mit dem Reis. Ah, Krankheiten. Können wir Brunnen bauen? Wir können Brunnen bauen. Nein, ich will nicht. Okay, eine Menge Schießpulver hier ist es, ja. Ich glaube schon. Okay, Salpeter. Muss ich da eigentlich mit einem Eisen oder Steine? Nee, Salpeter kommt einfach so. Alles klar, weiß ich jetzt Bescheid. Stein mache ich auch mal, was wahrscheinlich Geldquelle ist. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Ja, GG. Stein. Okay. Gebäudestein, Schwarzpulver sammeln. Das sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Was ja lustig wäre, ich meine, Gebäude... Okay, lustig wäre es nicht. Das würde einfach nur zu typisch Stronghold passen, einfach nur... Ihr wisst ja, wie es ist. Typischerweise Stronghold und Feuer und so. Und stellt euch mal vor, so ein Schwarzpulverhersteller, so eine Schwarzpulverfabrik geht in Flammen auf und explodiert einfach. Stell mal vor, das Vorratslager könnte explodieren, wenn da 500 Fässer Schwarzpulver drin gelagert sind. Ich habe niemals irgendwas gesagt. Gibt es niemals in Firefly weiter, so wie ich die kenne. Wenn es um Feuer und sowas in der Richtung geht... Da gehen die richtig drauf ab. Und ich möchte meine Haare gerne noch behalten. Zumindest die nächsten so 20, 30 Jahre oder so. Bitte. Oh, ich kann ja bestimmt Stein verkaufen. Na ja, okay. Dann ist Stein eine wunderbare Geldquelle. Vielleicht sogar meine Hauptgeldquelle jetzt dann. So, schau ich mal, dass die... Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Naja, meine schöne Hütte sagt da was anderes. Platziert werden, Hoheit. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. So, 35 Tage ist eigentlich noch halbwegs gut, was an Zeit. Hoheit, die Jugendlichen in der Gegend wurden mit illegalem Feuerwerk erwischt. Nein. Ich mache mir Sorgen, dass sie eines Tages für richtigen Schaden sorgen könnten. Oh Mann. Okay. Dann Wassertöpfe. Alles klar. Wäre auch zu schön gewesen. Wenigstens war die letzte Mission mal ohne Eventfeuer. Ich meine, wir hatten zwar Feuer durch Blitze, aber... Das war's dann leider auch schon wieder. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Das reicht echt nicht. Was? Okay, dann machen wir es so. Selbst die Mächtigen brauchen manchmal etwas spirituelle Hilfe. Ich wollte gerade sagen, wie läufst denn du, aber das kam direkt auf Ankündigung, aber kriegt das gelöscht rechtzeitig und das ist... Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Very nice. Oh, da ist auch... Ich sehe gerade, das sind ja sogar noch Ressourcen. Irgendjemand von euch? Holt mal ran. Long, long. Wir kriegen gut Geld rein, das ist nicht das Problem, aber wir brauchen halt viel, viel mehr. Endlich ist es Zeit für das Jingming-Fest. Hey, endlich Zeit für Steuern. Und Rationenverringerung. Stell dir mal vor, es ist gerade irgend so ein tolles Volksfest. Und du wirst einfach das Übelste abgezockt. Gut, ich bin nicht fernab von der Realität, ne? Nicht fernab von der Realität. Das ist die traurige Wahrheit. So platziert und es kommt trotzdem noch. Ich hoffe mal. Ist das so?
Schauen wir mal. Ich hoffe, die kommen noch hin. Wenn, dann müsste er wahrscheinlich einmal außen rumlaufen, ne? Kann Arbeitsplatz. Verdammt, nein, oder? Kann er. Ich bin allgemein den Arbeits. Habe ich da blockiert? Habe ich das echt effektiv blockiert, oder? Oh Mann. Moment, machen wir es mal so. Aber hier kommt man. Der kommt hin, ja? Okay. Muss ich. Nee, irgendwie habe ich doch wahrscheinlich hier zugemacht, ne? Das mit diesen roten Dingern ist irgendwie doof. So, mal richtig viel Salpete. Mehr passt aber wohl nicht hin. Gute Frage, wie viel Schwarzpulver ich jetzt wieder aus Salpeter machen kann, im Direkten, aber. Ja, wir könnten noch raupen, aber ganz ehrlich, nö, für Geld reicht schon das hier und beliebtheitstechnisch kann ich mit Nahrung und Steuern hantieren, das passt schon. Alles weitere ist wirklich, das bringt einfach zu wenig, als dass ich das wirklich. Wie gesagt, alle Zusatzbeliebtheitssachen. Gespeichertes Spiel überschreiten. Finde ich noch relativ. Die bringen einfach zu wenig. So, jetzt mal ran mit dem Schwarzpulver. Machen wir mal ein paar kleine Abstände für den Fall, dass wir da Feuer ausbrechen wollen. Gerade hier bei Vorschießpulver. Es ist keine schlechte Idee. Bisschen Prävention zu betreiben. Prävention. Wenn ihr uns unbedingt besteuern müsst, Hoheit, dann ist das wohl die richtige Summe. Ja, siehste, das lobe ich mir. Kein Gulag für dich, Genosse. Hexerei, okay, was ist. So. Ja, immer noch nicht. Meine Güte, was für eine Stadt. Sag mal, was ist denn das für eine Hexe, bitte? Okay, gerade. Ich glaube, für solche Extrem-Events wäre es vielleicht doch nicht schlecht, irgendwas da zu haben. Aber wenn, dann würde ich lieber auf irgendwelche Tempel zurückgreifen, als auf diese Produktionsketten, die übelst undankbar sind, wie ich finde. So platziert geht da alles rein. Da würde auch ein sehr großer Tempel reichen. Der Feind greift an! Hi. Bye. Oh, das ging von selbst hoch, okay. Sind das so quasi wie Sprengminen oder was ist das? Aber irgendwie fehlen so ein bisschen die Explosionsgeräusche. So Kaboom! Stell dir mal vor, statt ein Explosionsgeräusch hast du jemanden, der Kaboom angesprochen hat. Kaboom! Jetzt haben wir die Idee für einen Mod, ne? Immer noch Hexerei? Alter! Okay, jetzt mit minus 30. Ja, es wird sich. Okay, danke. Das macht mir große Sorgen, Hoheit. Wir haben so viel Schießpulver hier rumliegen. Das ist gefährlich. Schön, dass ich nicht der Einzige bin, der auf die Idee gekommen ist. Dass das vielleicht nicht die allertollste Idee ist, hier eine riesig große Bombe zu bauen. Ich habe sehr viel Holz. Ich und mein. Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude. Nutze ich das mal als Geldquelle. Ein Gebäude ist explodiert. Ich hasse es, dass ich sowas sage und dann existiert es tatsächlich. Aber gut, es gibt es nur als Event. Okay. Das, was mir durch den Kopf ging, war ja wirklich so im Sinne von, wenn ein Feuer ausbricht bei so einem Gebäude, wo Schießpulver gelagert ist, das halt kabam. Boah, so viel, ich hätte eigentlich so viel Stadtgold haben können, ne?
Aha. Tempel. Der Tempel mit D. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Oh nein. Wir werden lange brauchen, bis wir uns von der Explosion erholt haben, Hoheit. Ich hasse diese neumodische Technologie. Mhm. So, dann bräuchte man noch Raketenwerfer, aber das sollte weniger das Problem sein. Schwarzpulver wird eher das Problem. Sollten beide. Als ob das so schlimm wäre. Viel schlimmer ist, wenn du mal irgendwie in den Nahrungsengpass kommst und du einfach eine Abwärtsspirale reingerätst und nichts mehr machen kannst. Das ist schlimm. Okay, wir können zumindest mal hergehen und sowas wie Gemüse noch zusätzlich jetzt mal machen. Ne? Oh, Geheimlager im Dachboden. Errungenschaft freigeschaltet. Bitte, was ist das für eine Errungenschaft? Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ihr benötigt Holz, Hoheit. Okay, Holz wird noch so ein Problem sein. Ja, alles klar. Mit Tempeln in der Burg ist alles viel netter, Eure Exzellenz. Nicht wahr? Das Laternenfest ist da. Oh. Ich gehe mit meiner Laterne. So, Steuerzeit. Geld ist jetzt wirklich nicht das Problem. Wir brauchen einfach nur viel mehr Holz. Holz darf ich nicht kaufen. Oh, doch, ich darf Holz kaufen. Oh Gott. Dann mal ran mit den Werkstätten, bitte. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen. Oder eins von den starken Häusern. Bitte, bitte löschen. Bitte, bitte löschen. Warum steht ihr denn immer so lange da? Ach, weil jemand anderes Feuer löschen wollte. Ja gut, dann jetzt ist es aber auch umgeschwenkt, weil ihr so lange gebraucht habt. Weil ihr unbedingt jemand anderes zuerst habt löschen lassen wollen. Wenigstens fand das lustig. Der Feind greift an! Hm. Oh nein, ich habe gar keine. Okay, ich hab's vielleicht versaut. Oh nein, ich hab's versaut. Hey, ich hab's versaut. Die wollen da lang. Warum wollt ihr. Verdammt! Bist du. Wo ist. Der Deutsch ist doch hier! Oh nein. Okay, okay, okay. Ich hab zu wenig. Oh, ich darf's nicht. Oh nö. Ich hab mich zu sehr ablenken lassen. Oh, die versucht irgendwie. Oh Gott, das war alles teuer! Ich hab halt auch wirklich nichts anderes als. Okay, ja, guck, da ist der Lord. Genau, kommt mal näher ran. Dann kommt mal näher ran. Aber ich weiß nicht, ob ich euch irgendwo hinlocken könnte. Ah, ja, 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 ja. Feuer! Lord hinterher, bitte. Durchs Feuer durch, bitte. Das ist zu wenig. Und jetzt pieksen die den Arsch weg. Okay. Ich habe nicht gespielt. Ich habe ja überhaupt gar nicht gespeichert, oder? Habe ich überhaupt gespeichert? Ich kann mal eben gucken, aber. Platziert euer. 15.4. Doch, habe ich. Okay. Das ist gar nicht mal so lange her. Oh, guck mal, ich habe die Mission gefunden. Oh. Oh ja, doch, das war sogar relativ zeitnah jetzt hier. Okay, das war kurz nach der Explosion, ne? Ah, da habe ich den Tempel noch gar nicht errichtet gehabt. Ja, gut, okay, okay, damit kann ich leben. Brauche ich halt wirklich mal so schnell wie möglich Schwarzpulver, dass das mal richtig losgeht hier.
Oh nein, das ist die Hexerei. Da ist unsere Geldspritze. Zack. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Manche Dinge ändern sich nie. Ich könnte platzen, so viel Reis habe ich gegessen. Oh Gott, apropos platzen. Aber das war einer der Angriffe. Okay, da hatte ich... Aber okay, diese Fallen, die explodieren automatisch irgendwie. Ich muss... Dass die automatisch explodieren, ist natürlich interessant. Das bedeutet, ich muss gar nicht mehr so sehr selbst gucken, da ich die anzünde. Dann mache ich sowas vielleicht auch häufiger. Weil das allergrößte Problem ist halt, dass man das immer selbst managen muss. Und perfekt timen muss im Idealfall. Wenn das Spiel das von selbst macht, wäre das natürlich cool. Okay, cool. Je nachdem, wie man sieht. Leute, die mehr Micromanagement wollen, die finden es natürlich nicht so toll, dass mal an die Hand genommen wird. Das macht mir große Sorgen, Hoheit. Wir haben so viel Schießpulver. Oh ne, die Explosion gab es noch nicht. Das ist gefährlich. Gefährlich, ja. Halte ich für ein Gerücht. Unser Reisbestand nimmt ab. Ja, warum bloß? Die Leute haben sich jetzt zugefressen wie beim All-You-Can-Eat. Ist der Wahnsinn. Gespeichertes All-You-Can-Eat ist ein bisschen langweilig, wenn es nur Reis gibt, aber hey, immerhin. All-You-Can-Eat und so. So, jetzt gibt es gleich das große Boom. Alles in Ordnung, Hoheit. Mein Gott, warum dauert das so lang? Ein Gebäude ist explodiert. Alter, wie viele Leute sind jetzt... Okay, das ist natürlich trotzdem krass, wie viele es jetzt erwischt hat. Gleich mal wieder aufbauen hier. An der Stelle explodiert? Okay, machen wir gleich nochmal. Ich meine, Salpeter haben wir genug. Wir brauchen wirklich mehr Schießpulver. Oh nein, wir werden lange brauchen, bis wir uns von der Explosion erholt haben, Hoheit. Ich hasse diese neumodische Technologie. Guck, guck, so direkt beim Spawnen. Ist gemein, aber es gibt keine andere Möglichkeit hier in der Mission, als sowas zu tuten. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Ah, ach, Gemüse ist schon ausgeteilt, sehr gut. Hab's schon gegessen, das passt, haben wir so ein kleines bisschen Bonus, okay für sowas. Ich glaube, so eine Zusatzbeliebtheit irgendwie noch was dazu zu bauen geht noch, ansonsten wird's einfach zu kaputt, was den ganzen Aufwand in den Platz angeht, den man braucht. So zumindest erstmal meine Einschätzung der Sachlage. Ich gebe zurück ins Studio. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Nein. Oh. Okay. Mach ich noch ein schönes Haus. Was sagt ihr jetzt? Das Laternenfest ist da. Das freut mich fürs Laternenfest. Jetzt kann es wieder gehen. Obwohl, na gut, okay, ich meine, mehr Steuern und so, sag ich auch nicht nein. Ich muss sagen, ich mag die Mechanik hier mit diesen Tempeln. Irgendwie eine ähnliche Mechanik könnten vielleicht wirklich, also wenn man sich nochmal so eine für ein europäisches Setting eine Kirchenmechanik überlegen will, ob man jetzt sowas nimmt. Ich weiß nicht, das mit... Ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Ach, da unten. Wird gelöscht, ja.
Ja, wird nicht unbedingt gelöscht, ne? Es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer. Feuerwehr überfordert. Okay, ich muss mal kurz abreißen hier, so. Alter! Jetzt brennt sogar der große Mann! Alles weg, alles weg, alles weg, bis auf die wertvollen Gebäude. Der Feind greift an! Oh nein, jetzt ist der Angriff schon da. Warum hat das... So viel dazu, dass das hinhaut. Nee. Warum ist das... Oh Gott, ich habe zwei Schwarzpulver. Oh Gott, nochmal! Okay, ich muss laden. Okay, also das mit dem Selbstzünden funktioniert nicht ganz so wichtig. Vielleicht müssen wir doch Bogenschützen in der Nähe sein, die zünden sich nicht ganz von selbst. Okay, okay, okay. Ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammenhoheit. Nein. So schnell kann sich das lösen. Nur weil die Brunnenarbeiter schlafen. Wirklich schlafen. Die brauchen ja wirklich ewig, bis die mal einen Brand löschen. Bis dann hat sich schon fünfmal ausgebreitet. So, okay. Oh, warum kommt denn das Schwarzpulver so langsam? Aber ja, was ich sagen wollte. Mechanik bezüglich... Man überlegt ja immer so ein bisschen... Stronghold 1 System mit den Segnern war so olala. Stronghold, dass die späteren Stronghold Systeme mit den Kerzenverbrauch fand ich noch schwachsinniger eigentlich. Also, dass du wirklich Konsumgüter brauchst, dass die Kirche funktioniert. Ich finde sowas wie hier, das Wirkungsbereich halt gar nicht mal so schlecht. Es sollte bloß, wenn man es mal jemals wieder so ein europäisches Stronghold hat, dann könnte es schon wirklich ein großer Bereich sein. Dass man sagt, man baut so eine Kirche rein und je nachdem, ob es eine Kirche, eine Kapelle, Kirche oder Kathedrale ist, bringt es natürlich mehr, aber der Bonus kann trotzdem groß sein. Dass man sagt, okay, du hast ein Dorf mit einer schönen Kirche in der Mitte, wo sich dann alle Leute immer wieder so treffen und das sammeln oder sowas und das hat einfach einen schönen großen Bereich und alles in dem Bereich bekommt irgendwie einen Bonus. Das ist, jetzt habe ich schon, oh ne, ich habe was hingebaut, okay, so, okay. Ich weiß genau, dass ihr kommt, kommen wollt. Wenn ihr keine Lust mehr auf Krieg habt, kommt zu mir und wir unterhalten uns über Frieden. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ist das nicht toll? Interessiert mich das nicht. Und kaboom! Kaboom! Ah, danke. Es war zu spät. Ich hoffe zu. Ich überschätze die Explosion jedes Mal von der Effizienz. Die ist nicht so stark, wie man sich es oft erwünscht. Mal gucken, ob der Lord es schafft, aber ich wage es zu bezweifeln. Wo wollt ihr hin? Ich meine, wenn ich euch nach und nach schnetzeln kann, dann wird das funktionieren. Noch eine. Noch eine. Na dann, ist ja gut. Vielen Dank fürs Töten lassen. So geht's doch. Gespeichertes Spiel überschreiben. Jetzt brauche ich mal wirklich ordentlich Salpeter, dass ich da mal auch gescheit Fallen vorbereiten kann. Ja, beziehungsweise Salpeter habe ich ja genug, ich meine Schießpulver. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Schwarzpulver. Ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen schon in Flammenhoheit. Wenigstens in der Hinsicht hat sich Stronghold nicht verändert. Du bist gearscht, wenn ein Feuer kommt. Du kannst auch Brunnen besitzen, ist egal. Das Einzige, was du machen kannst, ist rechtzeitig genug reagieren und das entsprechende Ursprungsgebäude abreißen, weil die Feuerlöscher einfach nicht... Und gut, ich meine, im Stronghold 1 kamen die Feuerlöscher wenigstens aus dem Knick. Die haben bloß kaum was gebracht. Hier bringen die Feuerlöscher ein bisschen mehr, aber die schlafen erstmal... Die sind wie bei... Hier, die Zwerge. Die Zwerge, der zweite Teil. Mit der Feuerwache. Genau solche Dudes sind das. Genau solche Leute sind hier in dem Brunnen. Nicht
nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Das alltägliche Leben ist viel einfacher mit ein paar spirituellen Gebäuden. Toll. Oh Gott, ich krieg aber wirklich nicht die Arbeiter zusammen, dass da auch mal wirklich Schießpulver hergestellt wird. Habe ich überhaupt Gemüse? Unser Reis bestand ich hab die Gemüseration gar nicht eingestellt, okay. Ja, jetzt bloß hoffen, dass das irgendwie hinhaut, dass da mal was passiert. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ich kann bis dahin schießen. Bin du? Beziehungsweise muss ich dafür mit meinen Bogenschützen überhaupt? Ach, Schießpulver, das bringt uns irgendwann mal um. Gab zwar schon mehrere Opfer, aber ja, irgendwann mal. Garantiert. Machen und dann brauche ich halt wirklich 200 Schwarz. So lahm, wie das produziert wird, wie viele. Okay, böse Sachen, ne? Ich verstehe. Die werden nicht geboostet durch Tempel in der Nähe, oder? Der Feind greift an! Okay. Da. Das geht viel zu schnell. Wahnsinn. Und ich habe immer noch nicht mehr Schwarz. Es kommt halt ewig nicht rein. Ja, jetzt gibt's erstmal wieder Rambazamba hier drin. Dankeschön. Wir haben den großen Tempel. Der Burgherr wird angegriffen. Irgendwie wollen die Gegner immer hier lang kommen. Gespeichertes Spiel überschreiben. Endlich darf ich mal Schwarzpulver bauen. Ja, vielen Dank, Spiel. Es ist einfach Wahnsinn, wie lange das braucht, bis die Produktion da angeht. Noch einmal Schwarzpulver. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Dann noch eine schöne Hütte. Und dann mal wirklich die Folterinstrumente, ne? Ein schöner Pranger. Ein Folterkäfig. Ein Hängeseil. Nicht genügend Waren. So ein Stühlchen. Dann können wir dementsprechend natürlich auch die Rationen erhöhen und die ganzen Sachen. Glaubt ihr, die Bauern mögen mich nicht, Hoheit? Niemand will mir in die Augen sehen. Nachdem du sie entfernt hast, glaube ich, wird es auch schwierig. Gespeichertes Spiel überschreiben. Gespeichertes Spiel überschreiben. Dingju. Gespeichertes Spiel überschreiben. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ah, ja, aufgeben bitte. Danke. Sehr freundlich. 5. Oh Gott. Also Schießpulver ist echt eklig herzustellen. Also was im Sinne des Wortes eklig herzustellen, aber ich meine jetzt auch wirklich im Sinne von, bis das mal gemacht ist. Aktivität ist nur bei 10%.
Machen wir noch eine eiserne Jungfrau. Und 20%. Naja, naja. Nicht genügend Waren. Ja, jetzt kommt auch mal wenigstens ein bisschen was rein. Können wir mal so langsam sagen, wir machen die Raketenwerfer. Kann abgefeuert werden. Vier Gebäude, ne? Diese vier? Welche vier Gebäude? Das sind fünf sogar insgesamt. Aber das eine davon ist eine Ruine, glaube ich. Gespeichertes Spiel überschreiben? Mal, oh Gott, ich hoffe, mein Kaffee ist noch nicht kalt. Ich glaube noch nicht. Oh, stimmt. Oh, da war ja was. Aber ich glaube, ich habe sie gut abgezündet. Wir werden angegriffen. Schön, dass ich das jetzt auch mal gesagt bekomme. Oh Mann. Der Burgherr wird angegriffen. Gucken, ob Lordi das hinbekommt. Ich würde sagen, nein. Oh, das wird ultra knapp. Ne. Okay. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Ja, guck, das... Was zur Hölle? Ding-Zhu, kuai shang cheng qiao. Wie ich das halt überhaupt nicht gesagt bekommen habe. Dass da jetzt der Bär am Steppen ist. Jetzt schon. Die müssen durchs Feuer laufen. Die Explosion ist ein Witz. Kannst du vergessen. Kannst du in der Pfeife rauchen, Freundchen. Greif doch zuerst den Gesch... Das wird trotzdem nichts, oder? Ah, doch. Aber jetzt sind die Lebenspunkte ziemlich... Ja. Ein Problem. Spiel überschreiben. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Lass dich nur mit noch mehr Sprengfallen lösen. Es wäre schön, ab und zu mal etwas Gemüse zu haben, Hoheit. Wir haben Gemüse. Ein sehr gemütliches Haus, Hoheit. Oh, ich wollte gerade sagen, 001 würde mich... Nee, 11 Tage, aber es ist trotzdem... Pff, wie soll ich dieses ganze Schwarzpulver bekommen? Das ist doch... Durch ist das. Ich meine, ich kann weiterhin schön stets bemüht sein. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Nicht genügend Waren. Hier ist eh alles abgefällt, ne? Noch da unten ist mir egal. Das sind Arbeiter, die hier im Tempel. Folterpresse. Die könnte mich vielleicht voranbringen. Aber ansonsten wird das ja nie was. Die Arbeit ist anstrengend, Hoheit. Du bist anstrengend. Vorsicht, das Ding ist geladen. Okay, in der Hoffnung, dass das erstmal reicht. Ansonsten brauche ich halt... Das Spiel überschreiben? Ich hoffe, das haut mal hin so langsam mit dem Schießpulver. Ich meine, wirklich, es kommt ein bisschen was rein, aber viel zu wenig. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Lass die Krähe fliegen! Gebäude stehen in Flammen, Hoheit! Matt! Bitte lösch! Lösch! Die Dinger sind teuer! Das ist jetzt aber nicht durch meinen... Ist das durch einen Raketenwerfer entstanden? Ich bin nicht sehr sure.
Mit der Schnur. Hey, was für eine Schießpulvermanufaktur wir haben. Nicht schlecht, aber nicht schlecht genug. Immer das schöne Peitschen, wunderbar. Aber schaut nicht schlecht aus, muss man ja sagen. Die Peitschen fühlen sich gut an. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Hä? Okay. Gespeichertes Spiel überschreiben. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Kann er das, ja? Oh, jetzt habe ich sogar zwei. Oh, okay, ich verstehe. Das hat nicht gezählt. Schnief und bin unglücklich. Raketen sind geladen. Ah, okay, jetzt kommt das Schießpulver rein. Na also. Um diese Steuern zu bezahlen, müssen mehr Mitglieder meiner Familie arbeiten. Folterpresse, yes. Und jetzt produktive. Ja, trotzdem nur 20%. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Ist das echt nicht mehr? Das ist schon Maximum oder wie? Ich meine, mehr kann ich ja nicht machen. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier sind wir im letzten Gebäude jetzt bitte. 6, das sollte jetzt eigentlich reichen. Bei der Schnelligkeit, wie es reinkommt, das Einzige, was mich jetzt aufhalten könnte, wäre ein ziemlich gemeiner Angriff. Sowas wird doch nicht passieren, oder? Schauen wir mal, ich hoffe mal, dass das soweit reicht. Wir werden sehen. Gespeichertes Spiel überschreiben. Gespeichertes Spiel überschreiben. Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Beeilt euch mal bitte mit dem Schießpulver. Der Feind greift an! Genau, das war meine Befürchtung. Ah, okay, die gehen wirklich nacheinander los, diese Fallen. Interessant. Großer Knall freigeschaltet. Nice. Kriege ich abgewehrt, ne? Ist da eigentlich. Bevor sie mir zu nahe kommen. Jetzt die Frage, kriege ich die Mission abgeschlossen, bevor der nächste feindliche Angriff kommt? Dass ich gar keine. Ich poker mal. Gespeichertes Spiel überschreiben. Poke. Ich wollte einen Tempel machen, einen großen Tempel, dass da auch was reinpasst. Okay. Ab geht er mit dem Salpeter. Das kommt wirklich langsam rein. Drei Tage. Please don't do this to me. Fehlt euch nicht mehr viel. Stein.
Und wenn jeder von diesen Schwarzpulvergebäuden, das ich hier noch baue, nur ein einziges Mal abliefert, soll mir das reichen. Bis zum Ende des Countdowns. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Sapeter-Arbeiter brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr. Gar nicht mehr. Das wird wieder knapp. Ganz ehrlich. Das sollte reichen, um andere Städte zu belagern. Aber wir wollen ja auch noch selbst in die Luft fliegen, ne? Also machen wir weiter. 50 Sekunden. Sollte werden. Schon allein die, die ich jetzt platziert habe, sollten eigentlich hoffentlich fertig werden rechtzeitig. 200 ist echt gemein bemessen. So, nochmal, ja, jetzt müssten das letzte reinkommen. Puh, was eine Mission, ey. Explosiv. Wie die Wirtschaftskampagne einfach fünfmal schwerer ist als die Kampagne. Ich spiele auf dem gleichen, ich spiele noch nicht auf dem Extrem, ich spiele den gleichen Schwierigkeitsgrad wie die Kampagne. Die Wirtschaftskampagne ist wirklich vielfach schwerer. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann tatsächlich bei der letzten Mission der Wirtschaftskampagne. Das Schicksal.